In diesem Video lernen Sie, weit nach draußen zu spüren und wie selbstverständlich zentriert zu bleiben. Strecken Sie Ihre Arme in der Horizontalen nach links und rechts aus und dann immer weiter und weiter und weiter hinaus. Bekommen Sie dann auch das Gefühl wie ich, dass es Sie in der Mitte auseinanderreißt? Machen Sie es nochmal vorsichtig, aber doch, dass Sie spüren, wenn ich das so mache, es tut der Mitte eigentlich nicht wirklich gut, es zieht mich auseinander. Wenn Sie jetzt aber mal das Gefühl haben, der eine Arm ist über die Muskulatur mit der anderen Schulter verbunden und dass es so ist, dass wenn Sie dran ziehen, er eigentlich an dieser Schulter zieht und der andere Arm ist mit dieser Schulter verbunden und wenn ich da dran ziehe, zieht es hier und dann strecken Sie beide Arme aus. Und machen Sie sich noch einmal klar, dieser Arm ist mit dieser Schulter verbunden, dieser Arm mit dieser. Und jetzt ziehen Sie mit dem linken Arm die rechte Schulter an den Körper heran und mit dem rechten Arm die linke Schulter an den Körper heran und gehen immer weiter hinaus und immer weiter hinaus. Dann merken Sie, dass es in der Mitte aber jetzt zentriert. Mit dem großen E sind Sie bei sich und fühlen sich trotzdem mit dem Raum um sich herum verbunden. Fast so, als würden Sie ihn berühren oder er Sie. Auch diese Gebärde beruht auf dem Energieaustausch der beiden Säulen. Darum kann man auch diese Gebärde ein E nennen, bei der der Körper von innen her erfrischt und gestärkt wird. Wenn Sie das schon beim Tun erlebt haben, dass es Sie zentriert, von innen her erfüllt, stärkt, gerade macht, lassen Sie nachher die Gebärde los und nehmen sich trotzdem noch eine Minute Zeit, in den Körper hineinzuspüren und seine Reaktion darauf auch noch wahrzunehmen.